Acht Monate lang war das Büro der Sylter Verkehrsgesellschaft im Container untergebracht. Im Zopp-Gebäude am Westerländer Bahnhof musste aufwendig ein lange unbemerkter Wasserschaden saniert werden. Nun konnten die Mitarbeiter zurückziehen in das neu und modern gestaltete Gebäude. Der Servicebereich empfängt ab sofort die Kunden in hellen und ansprechenden Farben. Insgesamt gibt es mehr Platz für die Mitarbeiter. Im Büro der Fahrdienstleiter wurde neue Technik installiert, der Schallschutz wurde verbessert, eine Klimaanlage sorgt für angenehme Temperaturen. Der Ticketverkauf hat von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und jetzt im Winter an Samstagen und Sonntagen bis 13 Uhr geöffnet. Davon, alles klar, vielen Dank.